Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Etwas melancholisch geraten. Gerade 40 geworden. Einige können es spontan verstehen. Man wird sehr sensibel, man greift sich ins Gebiss hinein und denkt, aha, 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 wir sind nicht mehr die, vor denen uns die Eltern mal gewarnt haben, sind wir nicht mehr. Man wird sehr dünnhäutig, man hört in den deutschen Wald hinein, hört bereits das Holz für den eigenen Sarg mitwachsen. Eine generationenübergreifende Pointe, da lacht man mit 25 anders als mit 65. Ja. Ich sag's Ihnen ganz offen, ich bin an einem Punkt, ich könnte jetzt meine Memoiren schreiben. Man soll sie schreiben, solange man sich noch erinnern kann. Bei Männern kommt das sowieso irgendwann. Da hat man das Gefühl, dass einem das Schreiben leichter von der Hand geht, als das Wasser lassen und dann beginnt ganz lustig, ja, für den Kriegszustand, oder? Doch, doch, ja, doch, doch. Momentan schreiben andere, aber was soll ich Ihnen mein Leben erzählen, meine Damen und Herren? Wir müssen das Jahrhundert in den Griff bekommen, das Jahrhundert, was ja auch in Stuttgart zu Ende geht, vielleicht etwas ordentlicher als anderswo. Das Eis gebrochen, meine Damen und Herren. Stuttgart hat es verdient, dass man es erwähnt in diesem Jahrhundert. Doch, doch. Allein schon wegen der Bauvorhaben, aber wir müssen das Jahrhundert in den Griff bekommen. Wir Deutschen haben ein Problem mit dem Jahrhundert. Ende kommt ja auch ein neues Jahrtausend, Arm in Arm. Das können wir nicht so ungezwungen mit dem Gläschen Sekt begrüßen. Wir hatten 1000 Jahre schon in diesem Jahrhundert als Crashkurs. In 12 Jahren war es vorbei. 24 Semester ohne Abschluss. Gut, das Jahr 2000 hat sowieso an Reiz verloren. Das war mal ein magisches Datum, die 2 mit den 3 Nullen. Aber in den 70er Jahren, der Mittelstand hat das ruiniert. Der Einzelhandel hat es zu oft benutzt, überall 2000 draufgeschrieben, Möbel 2000, global 2000. Tja, diese praktische Datensammlung für den Weltuntergang verlegt bei 2001. Das war der Witz, etwas spät, aber doch noch lustig. Was gab's noch? Natürlich jetzt Udo 2000 und Schlingensief Chance 2000, Schlingensief unser Hobby Goebbels. Ein Hobby muss man haben, macht nichts, meine Damen und Herren. Nee, hat sich alles abgenutzt. Ich kann mich noch erinnern, im Jahre 1970, da hat Werner von Braun, unser Werner von Braun, gesagt, im Jahre 2000 wird das erste Baby auf dem Mond geboren werden. Ich kann das nicht erkennen. Ich sehe nur, dass Rentner ins All geschossen werden. Ist ja auch keine Form der Entsorgung, was soll das? Also, ja, mal die Geschmacksgrenze touchieren, macht ja nichts. Nein, im Jahre 70 hat der Stern, Sie kennen ihn von den Tagebüchern, geschrieben, im Jahre 2000 werden wir auf dem Meeresboden Städte errichten, hat der Stern alles abgeschrieben. Zu Beginn des Jahrhunderts, da gab es Utopisten. Der bekannte russische Utopist Leo Davidovich Bronstein, genannt Trotzki, berühmter russischer Futurist und Alpinist. Ja, bei diesem schweren Bergunfall in den mexikanischen Alpen damals, in den eigenen Eispickel gestürzt, meine Damen und Herren, jedenfalls. Der hat doch alles schon beschrieben. Städte auf dem Meeresboden, überhaupt kein Problem. Also, Trotzki war ein sympathischer Revolutionär. Hat es nicht so viel in diesem Jahrhundert gegeben. Es gab ja mehr Kriegsverbrecher in diesem Jahrhundert. Aber ich würde Trotzki sofort ins All-Star-Team der sympathischen Revolutionäre wählen. Ins All-Star-Team, wie könnte man noch einen wählen? Rosa Luxemburg vielleicht. Oder Che Guevara als Teamchef. Doch, Che Guevara. Auf jeden Fall eine Jahrhundert-Ikone. Ich habe ihn kennengelernt, das war im Jahre 68. Da war er gerade ein Jahr tot. Da lacht auch das Bürgertum, aber damals, das war bei einem Apfelsinenbazar der katholischen Pfadfinder St. Georg im Westerwald. Wir haben damals Apfelsinen für Biafra verkauft. Biafra ist kein Potenzmittel, wie Sie meinen könnten. Nein, das war damals internationale Solidarität, Apfelsinen für Biafra. Und ein Pfadfinder hat sich voller Begeisterung damals auf seinen Anti-Vietnam-Parker, auf diesen Anti-Vietnam-Parker, auf das Schmuddelding hinten drauf, auf den Rücken, hat er sich das Konterfei von Che Guevara gemalt, gab einen Riesenskandal, als der katholische Pfarrer das entdeckt hat. Was soll Che Guevara bei den katholischen Pfadfindern? Ich hatte das komplett vergessen. Es kam mit einem Schlag wieder, als ich auf Kuba weilte, auf Varadero. Vielleicht kennen Sie die Touristenhalbinsel mit diesen 3-Sterne-Hotels, mit den internationalen Hotels, wo das
mit den berühmten 72-Stunden-Buffets, wo das Buffet immer wiederkehrt als Abendessen, Frühstück, Abendessen, Frühstück, Abendessen, Frühstück. Und am dritten Tag hat die Hotelleitung als Verdauungshilfe einen Gitarristen neben das Buffet gestellt. Und er spielte überraschenderweise die berühmte Che Guevara-Melodie, meine Damen und Herren. Sofort war die komplette Erinnerung da, Total Recall. Sie können ruhig mitsingen. Dann texte ich so wichtig. Kommandante Che Guevara und der Biermann, der ja auch in das Jahrhundert gehört, Wolf Biermann, der ja gesungen hat, denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, denn ich weiß es nicht so recht, bin ich Heine oder Brecht. Dieser Biermann, nicht wahr? Der hat das ja wunderbar übersetzt ins Deutsche, meine Damen und Herren, wunderbar. Den roten Stern an der Jacke, im schwarzen Bart die Zigarre, Jesus Christus mit der Knarre, jadadada, radadada. Gut, das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Hier im Großraum Stuttgart, meine Damen und Herren, wir haben eben doch noch einen stark kirchlichen Hintergrund, Jesus Christus mit der Knarre. Aber warten Sie mal 200-300 Jahre, dann wird auch der Vatikan einsehen, dass im Falle von Jesus Christus, im Falle von Che Guevara, Entschuldigung, eine Heiligsprechung vorzunehmen ist. Spätestens dann, wenn Charles Darwin rehabilitiert wird. Charles Darwin, der berühmte englische Gewerkschaftsfunktionär im letzten Jahrhundert, meine Damen und Herren. Sie merken, hier kommt Verwirrung auf. Nein, aber also Che Guevara ist eine Jahrhundertikone, das hat schon was. Also der zigarrenrauchende Revolutionär. Er war ja Arzt, Asthmatiker und Revolutionär, das passt ja schlecht zusammen. Hat trotzdem noch geraucht. So eine Zigarre, die hat was, nicht wahr? Das hat was Erhabenes, etwas Autokratisches, könnte man sagen. Nicht so wie der Zigaretten-Kurzraucher, nicht wahr? Burnout-Syndrom, irgendwas am Ausdrücken, was am Ausdrücken. Nein, der Zigarrenraucher hat Perspektive, hat langen Atem. Alle wichtigen Männer des Jahrhunderts haben Zigarren geraucht. Sigmund Freud hat geraucht, Winston Churchill hat geraucht, Schröder versucht zu rauchen. Und was raucht Herr Schröder? Cohiba, die Marke von Fidel Castro. Fidel Castro hat jahrelang mit der brennenden Cohiba in der Hand der Amerikaner vor der Insel ferngehalten. Doch das Zigarrenrauchen hat was. Eine autoerotische Inflammation, könnte man sagen. Machen Sie mal einen Test im Flugzeug. Zigarre anstecken, sind Sie sofort der Mittelpunkt. Kommt der Captain aus dem Cockpit angesprungen, fragt Sie, wo Sie zwischenlanden wollen. Und dann sagen Sie ganz locker, sehen Sie doch, Havanna. Nun muss man sagen, dass die Zigarre in den letzten Monaten etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Vorgänge im Weißen Haus, meine Damen und Herren, wollen das nur noch kurz streifen. Ja. Sie haben noch Erinnerungsvermögen, das freut mich für Sie. Jedenfalls ist es für den Zigarrenraucher schwer geworden, wenn er bei einer Abendgesellschaft in Gegenwart von Damen zu später Stunde noch eine Havanna aus dem Leder etwie flutschen lassen will. Das kann schnell in den falschen Hals geraten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Man fragt sich natürlich rückwirkend beim Blick ins Jahrhundert, musste das sein, dass der mächtigste Saxophonspieler der westlichen Welt eine Praktikantin zum Feuchthalten seiner Zigarren benutzt? Gut, es ist vorbei, meine Damen und Herren, es ist definitiv vorbei. Es war ja politisch betrachtet, war es ja eine Verschwörung. Die Zeiten sind heiß geworden, meine Damen und Herren, Sie gestatten. Es war ja eine Verschwörung gegen den Präsidenten. Früher hat man den Präsidenten, wenn sein musste, erschossen. Heute werden sie veröffentlicht. Und wenn man Clinton wirklich rausgeschmissen hätte, dann hätte man ja Kennedy exhumieren müssen. Ich sehe, Kennedy kennen Sie, Gott sei Dank. Der hatte das Weiße Haus zum Freudenhaus gemacht. Wir wollen da nicht tiefer graben, sonst stoßen wir auf Marilyn Monroe. Kein schöner Anblick nach all den Jahren. Nein, wir wollen versuchen, das Jahrhundert in den Griff zu bekommen. Manche sagen, ich teile mir das ein, schön ordentlich, geradezu schwäbisch, in regelmäßige Abstände, in Olympiaden zum Beispiel, Olympiaden, diese Abrechnungszeiträume dieser kriminellen Vereinigung mit Sitz in der Schweiz. War alle 4 Jahre was los. Andere sagen, mich interessiert an diesem Jahrhundert nur noch das, was ich trinken kann. Die großen Bordeaux-Jahrgänge, Jahrgang 45, Jahrgang 61, Jahrgang 82, den Rest können Sie vergessen. Ist etwas elitär mit 3 Flaschen des Jahrhunderts. So kriegen wir keinen Kontakt zur ersten Jahrhunderthälfte, die auch dazu gehört. Wir müssen meinen Opa fragen. Der ist 1880 geboren, 45 pensioniert worden. Right in time.
der hat die erste Hälfte voll mitgekriegt. Der hat Wilhelm II. Noch persönlich gesehen. Wilhelm, den Hohenzollern, nicht mal hier aus der Nähe. Hechingen, nicht mal der. Mit dem kleinen Dachschaden, kann man sagen, der Hohenzollern. Sie wissen, wenn ich meine, Wilhelm II., der Erfinder des Wettrüstens, hat riesengroße Schlachtschiffe in die Ostsee reingesetzt. Riesendinger, um seine Verwandten in England zu beeindrucken. Ja. Hat sie nach preußischen Generälen benannt, die nachweislich gar nicht schwimmen konnten. Ja, Preußen war nie eine Seefahrernation, aber um die Verwandten zu beeindrucken. Und irgendwann kam sein Großadmiral Tirpitz und hat gesagt, Majestät, euer Kanal ist zu eng für euer Majestät große Schiffe. Er meinte den Nord-Ostsee-Kanal, die Verbindung nach England rüber. Und die Verwandten in England haben gedacht, also wenn der Neffe jetzt auch noch den Kanal erweitern lässt, um die Dinger da durchzudrücken, dann kracht's aber im europäischen Gebälk. Gut, ich möchte mit Ihnen jetzt nicht die Kriegsschuldfrage diskutieren, meine Damen und Herren. Sie werden sich fragen, welcher Krieg? Ja, der Erste Weltkrieg, meine Damen und Herren, ist der kleine Bruder des Zweiten Weltkriegs, wird oft übersehen. Man kann sich das gar nicht mehr erklären, die Begeisterung damals. Thomas Mann war begeistert, Sigmund Freud war begeistert, Gerhard Hauptmann schrieb seinen Söhnen an die Front, meinen Leib, den gebe ich hin, Kugeln und Granaten, erst wenn ich zerschossen bin, kann der Krieg geraten. Das klingt fast wie PKK-Lyrik. Ja, wir waren mal hart drauf zu Beginn des Jahrhunderts, heute nicht mehr so, nein. Aber die Begeisterung ist schwer zu erklären. Man hatte damals einen anderen Krieg erwartet, eher im Stil des 19. Jahrhunderts. Da hatte man noch Zeit, da wurden die Schlachten noch gemalt. Einmal Säbel blank gezogen, feste Druff, dann war auch Schluss. Abends wurde kaum gekämpft. Es gab ein Nachtschlachtverbot. Und für die Offiziere war es allemal eine sehr angenehme Angelegenheit. Für die Offiziere noch im Ersten Weltkrieg sind mehr Offiziere an Syphilis gestorben als an der Front. Daran sollten Sie denken, wenn Sie beim Volkstrauertag vor dem Kriegerdenkmal stehen. Lockert enorm, wenn Sie lesen, unsere gefallenen Helden, denken Sie, sind so kleine Übungen, meine Damen und Herren, um die Hände warm zu halten. Ist ja so kalt geworden in Europa, verstehen Sie also. Ja, man kann sich die Begeisterung nicht erklären. Damals 90.000 junge Rekruten aus Berlin rannten voller Begeisterung in Flandern ins MG-Feuer der Briten, haben noch gesungen das Deutschlandlied. Erste Strophe, ratatatat, zweite Strophe, ratatatat, dritte Strophe singen wir heute. Kommt überraschend. Ich denke, meine Damen und Herren, Ernst Jünger, der ist ja tot, wir haben ja die Tuchfühlung verloren zum Ersten Weltkrieg, aber Ernst Jünger, der hatte schon recht, als er schrieb, Stahlgewitter, Stahlgewitter, sinnlose Ballerei in die Landschaft hinein, Anreicherung von Metallen im Boden. Er selbst hat ja sehr schön pointiert, immerhin ist es mir diesem Krieg gelungen, dass 11 Geschosse auf mich persönlich abgegeben wurden. Das ist noch großer Stil, 19. Jahrhundert, der Flaneur im Schützengraben. La Domaine du Chevalier. Hat Glück gehabt. Es hätte ihn noch erwischen können, gleich zu Kriegsbeginn. Oder am Kriegsende Kontakt mit deutschem Giftgas machen können. Ja, Giftgas, unsere Erfindung in diesem Jahrhundert, Phosgen. Das, was auch gelegentlich bei Bombardierungen in Restjugoslawien freigesetzt werden könnte, meine Damen und Herren. Phosgen, Kohlenoxid, Dichlorid. Wir haben auch anständige Sachen erfunden. Wir haben das Faxgerät erfunden vor dem Ersten Weltkrieg. Der macht die Geschäfte, der Japaner. Wir haben die Kernspaltung erfunden, unsere Erfindung. Wer steigt aus? Wir, wenn es dann wahr ist. Momentan diskutieren wir nicht drüber. Wir haben erfunden das Auto im letzten Jahrhundert hier in Stuttgart, das Auto. Gut, die Bahn haben wir nicht erfunden, das merkt man auch deutlich. Muss ja sagen, die Bahn stellt ja jetzt ihre Unfälle auf Güterzüge um, immerhin. Die Bahn hat das Unternehmen Zukunft ausgerufen mit dem ICE, der ja auch in Stuttgart hält, nett anzusehen. Grundfarbe weiß, innen drin Bonbonfarbendesign. Was mich überzeugt hat, ist der Toilettenbereich, meine Damen und Herren. Diese Unterdrucksysteme. Das hätte ich der Bahn gar nicht zugetraut. Ja, sie ist ja jahrelang und fährt ja immer noch mit Plumpsklos durch die Gegend. Man hat ja Hemmungen, nicht wahr? Man kann dort quasi Kontakt zum Gleiskörper aufnehmen, kann das Zielgebiet anvisieren. Man hat ja Hemmungen, als Mitglied einer Hochkultur sich dahinzusetzen wie ein Berliner Hauptstadtköter und was fallen zu lassen. Aber die enorme Geschwindigkeit, die bringt doch die Enthemmung mit sich. Man ist dann längst weg, man hat das Gefühl, man hört noch irgendwie es aufklatschen, aber das ist nur eine Simulation des schlechten Gewissens. Gut, die Bahn ist nicht freiwillig zu diesen neuen Systemen
übergegangen. Sie ist ja gezwungen worden. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Ein Anrainer, der wohnte schräg unter einer Bahnbrücke am Nordostseekanal, quasi im ballistischen Bereich der Bundesbahn. Und das hat sich bei den Reisenden rumgesprochen. Kaum war die Brücke in Sicht, waren alle Toiletten besetzt. Und dann eine konzertierte Aktion, meine Damen und Herren. Der Mann hat dann geklagt vor Gericht. Die Bahn hat gesagt, höhere Gewalt. Fein verteilt. Das Gericht gab dem Mann recht. Das heißt, die Bahn muss sich jetzt verabschieden von ihrem System. Sie hat jahrelang, jahrhundertelang kann man sagen, den deutschen Gleiskörper mit Hochgeschwindigkeitsbiomasse eingedeckt. Das ist jetzt die anale Phase des Programms. Da müssen Sie durch. Da müssen wir raus. Es war das Jahrhundert der Geschwindigkeit. Das Jahrhundert der Mobilität, denken Sie an Rommel, den Erfinder des militärischen Massentourismus, und an Neckermann, seinen zivilen Nachfolger. Es war das Jahrhundert der Beschleunigung, Geschwindigkeit im Quadrat. Es ist uns in diesem Jahrhundert gelungen, zum ersten Mal das schwere Feld der Erde zu verlassen, nicht allen, aber doch einigen. Die Mondlandung als größtes Ereignis, was die Raumfahrt angeht, meine Damen und Herren, das habe ich noch genau vor Augen. Damals wurden nachts geweckt vom Vater, Mondlandung ansehen. Meine Schwester war auf dem Schützenfest. Die kam 10 Minuten zu spät zur Mondlandung. Riesentrara zu Hause. Mondlandung verpasste. Mein Vater war ein bisschen stolz, war ja auch eine deutsche Angelegenheit. Unser Werner von Braun hat ja damals die Amerikaner auf den Mond geschossen, kann man sagen. Werner von Braun hat ja damals, Sie wissen Bescheid, ich sehe es Ihnen an, der hat ja damals die V2-Rakete zu Saturn V umgebaut. Und die Amerikaner waren ihm dankbar, weil die waren ja erstmal depressiv. Anfang der 60er Jahre, da waren die Russen vorne im Wettstreit. 57 Sputnik. 61, Juri Gagarin fliegt um die Erde rum, landet sicher und sagt, er habe dort oben Gott gesucht, aber nicht gefunden. Da war der Ami sauer. Da haben die gesagt, jetzt zeigen wir den Sowjets, wo der Hammer hängt. Und sind zum Mond geflogen. Und der letzte Astronaut, der auf dem Mond war, der hat ja gesagt, er habe das Gefühl gehabt, auf dem Mond Gott physisch näher gewesen zu sein. Nun dreht sich ja der Mond um die Erde, das heißt, Gott ist nach wie vor schwer zu orten. Wird auch die NATO nicht schaffen. Ich weiß, Atheisten lachen im Ansatz, aber der Rest der Stuttgarter Christenheit murrt. Muss das denn sein, diese Themen, auch noch im Fernsehen? Es muss sein, ich rede als Katholik zu Ihnen. Ich bin Katholik, bin zwar ausgetreten, das nützt aber nichts. Einmal Katholik, immer Katholik. Das ist irreversibel wie rheinischer Sauerbraten. Das imprägniert, das kriegen Sie nie wieder raus. Da hilft Ihnen kein Fleckenteufel der Welt. Ich muss Ihnen das sagen als Katholik, ich habe das Gefühl, es war nicht das Jahrhundert des lieben Gottes, auch nicht das seiner Stellvertreter. Man hat das Gefühl als Katholik, die Kraft des Kreuzes lässt doch stark nach. Vor einigen Monaten in Deutschland der erste buddhistische Kirchentag auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Lüneburger Heide. 15.000 Buddhisten bei Windstärke 10. Da hat der Heilige Geist nochmal gezeigt, was er drauf hat, aber... Spricht für Sie, dass Sie noch einen Heiligen Geist kennen, meine Damen und Herren. Der wurde ja immer etwas unterdrückt in der Dreifaltigkeit, aber Sie kennen ihn. Aber es hat nichts genützt. Die Buddhisten haben fröhlich gefeiert. Es kam der Dalai Lama und auch der Bürgermeister aus dem Nachbarort, Begrüßungsneurose. Und sogar ein katholischer Bischof erschien im vollen Ornat. Ist nichts Unanständiges. Und der wusste dann gar nicht, wie er den Dalai Lama begrüßen soll, protokollgemäß mit eurer Heiligkeit. Das kommt ihm schwer über die Lippen, dem katholischen Bischof. Der denkt, Moment, Moment, wir waren doch früher mal Marktführer. Es ist vorbei, immer mehr Privatreligionen tauchen auf. Religionen, Marke Eigenbau, für die es nach 3 Wochen keine Ersatzteile mehr gibt, weil der Guru verbrannt im Chalet liegt. Wissen Sie, ich denke oft zurück an meine Großmutter mütterlicherseits. Die war eine hermetische Katholikin, also in sich geschlossen. Die hat immer gesagt, der liebe Gott kriegt euch alle am Schlawittchen. Alle. Mit dem Satz ist die 92 geworden. Die hat einfach erfolgreich gelebt. Wenn die was verloren hatte, hatte zum heiligen Antonius gebetet. Die hatte für jedes Missgeschick einen Serviceheiligen. Komischerweise ist meine Großmutter mütterlicherseits in dem Jahr geboren worden, als in Wien die Hysterie entdeckt wurde. In Wien damals. Auf der Couch von Freud hat eine Frau die Hysterie entdeckt. Und als die erste Frau hysterisch war, riefen die anderen, warum wir nicht, warum wir nicht?
etwas verkürzt ausgedrückt, meine Damen und Herren. Etwas verkürzt, wir haben wenig Zeit. Aber die Hysterie ist eine ansteckende Krankheit vom Kopf her. Eine Zivilisationskrankheit. Wir haben heute viele solche Krankheiten vom Kopf her. Untenrum sind wir ganz gesund, aber da oben, da bröselt's ja. Es kann Ihnen heute passieren, dass Sie sich bei Ihrem Therapeuten mit etwas anstecken, was Sie selbst gar nicht kennen, was er aber therapieren kann. Ja, da wird schon gelacht in der Stärke einer Selbsthilfegruppe. Ja, ja. Gut, ich möchte mich nicht lustig machen, ich bin schon lustig. Ich habe einen riesen Respekt vor der Psychoanalyse. Doch, doch, ein wunderbares Theoriegebäude. Nur weigert sich die Wirklichkeit. Aber wenn die Theorie nicht zur Wirklichkeit passt, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Und was ja bleibt, ist ja immer der sekundäre Krankheitsgewinn. Der ist nicht tot zu kriegen. Wir verabschieden uns von dem Thema, meine Damen und Herren. Wir wollen es nicht vertiefen, nein. Wir wollen weiter das Jahrhundert huschen. Wir wollen versuchen, das Jahrhundert in den Griff zu bekommen. Es war ja auch das Jahrhundert der Katastrophen. Und es ist kein Zufall, dass jetzt, kurz vor Jahrhundertende, noch mal eine Katastrophe ganz groß rausgekommen ist. Eine zivile Katastrophe, muss man sagen. Der Untergang der Titanic, vielleicht die Urkatastrophe des Jahrhunderts. Es gibt inzwischen Historiker, die sagen, es könnte sein, dass das Jahrhundert erst mit dem Untergang der Titanic begonnen hat. Sie ist im 19. Jahrhundert ausgelaufen, im 20. vollgelaufen. Diese Katastrophe hatte noch Zeit für die Menschen. Nicht so wie heute rums, bums und weg, nein. 2 Stunden hat es gedauert, wäre Rilke an Bord gewesen, hätte er noch Gedichte geschrieben. Auch die erste Klasse hat sich köstlich amüsiert zunächst einmal, nachdem es Rums gemacht hatte. Die saßen an der Bar und haben gerufen, so viel Eis habe ich nicht bestellt. Es wurde bedient bis zum Schluss, auch das kleine Bordorchester hat gespielt. Die Vision einer perfekten Dienstleistungsgesellschaft. Aber für den Cellist war das nicht einfach, ganz zum Schluss draußen auf den Blanken, bei Schieflage, mit nassen Füßen den Menschen noch was Passendes mitzugeben. Wir haben ja heute die sehr bequeme Situation, dass wir uns darüber unterhalten können, was die damals gespielt haben. Man hat es herausgekriegt nach langen Befragungen und Forschungen. Es war ein anglikanischer Choral. Näher zu dir, mein Gott, hat man in England häufig bei Hinrichtungen gespielt. Wir hatten das im Repertoire, klingt etwa so. So könnte das Jahrhundert begonnen haben. Gut. Gut. Wäre es ein deutsches Schiff gewesen, hätte man was Deutsches gespielt. Vielleicht was von Bach, ein Choral. Hätte auch besser gepasst. So tief, wie es dann runterging, hätte Bach besser gepasst. Vielleicht Komm, o Tod, du schlafes Bruder. Passend zur Wassertemperatur. Ja, wird mir selber unheimlich, dann doch lieber die englische Leichtigkeit. Wenn das Jahrhundert so begonnen hat, dann darf man doch fragen, wie wird es dann wohl enden? Vielleicht ist es schon zu Ende, wir haben es noch nicht gemerkt. Könnte sein, dass demnächst englische Historiker schreiben, es begann mit der Titanic, endete mit Lady Di. Die Deutschen rufen, es begann am 9. November, endet am 9. November. Das kurze Jahrhundert. Gut, Sie können sich auch Ihr eigenes Jahrhundertende basteln, wenn Sie wollen, sagen Sie. Für mich ist das Jahrhundert zu Ende, wenn der DAX auf 2000 ist. Kleine Schrecksekunde bei den Kleinanlegern. Es geht doch aufwärts, es ist doch Krieg, meine Damen und Herren. Also keine Bange, meine Damen und Herren, das ist. Die Welt hat sich verändert. Früher hat man gefrühstückt, heute schaut man sich den Nikkei an. Was macht der Japaner? Nikkei. Mittags sitzt man auf den DAX an. Wo steckt der DAX? Wo steckt der DAX? Und abends kommt Dow Jones. Dow Jones wie eine leichte Depression. Ja, wenn der Ami abends keinen Hoch kriegt, sehen wir morgens alt aus. Etwas vereinfacht ausgedrückt, das Jahrhundert ist zu Ende. Fragen Sie nach bei der CDU, die würden das bestätigen. Für die ging das Jahrhundert am 27. September zu Ende mit der Bundestagswahl. Hätte am nächsten Tag in den Zeitungen stehen können, Kohl weg, Jahrhundert zu Ende. Man muss sagen, es war eine Epoche. 16 Jahre an der Macht, verdammt lang.
Bei den Amerikanern heißt es ja, nach 8 Jahren muss Schluss sein. Und schauen sich Clinton an, nach 6 Jahren bereits vollkommen ausgelutscht. Aber es war eine Epoche. Wir können sagen, wir sind dabei gewesen, die Epoche Kohl. Wir haben auch gesehen, wie es dem Ende zuging. Das war schon großartig, dieses Plakat zum Schluss. Weltklasse für Deutschland. Mit diesem unscharfen Finger im Vordergrund, das war schon politischer Parkinson irgendwo, man hat gemerkt. Da zittert sich jemand aus der Verantwortung raus, meine Damen und Herren. Ja, gut, aber es war ein Weltklasseabgang. So flüssig, wie der Kanzler geredet hat, haben wir nie erlebt, im Grunde genommen. Und der Sieger des Tages, Herr Schröder, hat ja seinen Sieg vom Papier ablesen müssen, wenn Sie sich erinnern. Ich habe übrigens gewonnen. Wenn doppelten Pass und Sprachtest, dann auch für Deutsche, meine Damen und Herren. Das wäre ein guter Gag. Ja. Stell dir mal vor, morgen 80 Millionen Deutsche zum Sprachtest. Dann wäre aber Platz in Deutschland. Soll kein Angriff gegen Stuttgart sein, meine Damen und Herren. Nein, nein, nein. Wenn Sie wollen, können Sie Hochdeutsch. Ich weiß das doch, also bitte. Nein, es ist ja jetzt beendet. Eine neue Epoche kommt. Es wird nie wieder so wie früher, meine Damen und Herren. Früher, als wir noch in Wohngemeinschaften lebten, als Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit unser Reichsrumpelstil sind, als die gemeinsam eine Waschmaschine benutzten, als sie damals die Zusammenlegung von Koch und Buntwäsche durchgesetzt haben. Gut. Die Grünen, meine Damen und Herren, sofort in der Verantwortung. Kaum sind sie an der Macht, gibt es eine kleine Krise, möchte man mal sagen. Herr Fischer hat ja schon gesagt, die Grünen, entweder werden sie im Feuer gehärtet oder sie verbrennen zu Asche. Tolle Rhetorik für einen Grünen. Könnte auch Wilhelm II sein, aber ist eben, meine Damen und Herren, kriegsbedingte Sprache. Ich will auch nicht gehässig sein. Der Löwenthal vom ZDF-Magazin früher, da hat er gesagt, haha, der Fischer, früher Molotow-Cocktail, heute Diplomaten-Cocktail. Moment, Molotow war doch auch Außenminister, oder? Also bitte. Man kann nicht mehr logisch argumentieren, meine Damen und Herren, die Zeiten sind vorbei. Sie werden das nicht mehr erleben, dass Joschka Fischer in weißen Turnschuhen im Parlament steht und dem Parlamentspräsidenten zuruft, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ja, Sie reagieren schon gar nicht mehr. Warten Sie mal 10 Jahre, dann heißt es die berühmte Arschlochlüge. Kann er nie gesagt haben. Kann er nie gesagt haben. Ja, Sie delektieren sich in der Vergangenheit, aber damals war es ja so, ein Grüner ist ja damals aus dem Parlament rausgeschmissen worden, weil er versucht hat, den Hintergrund der Karriere Kohl finanziell zu beleuchten. Das sollte man nicht machen, meine Damen und Herren. Eigentlich ging es ja um Barzel, den können Sie nicht mehr kennen. Der sieht heute aus wie Sean Connery. Dr. Rainer Candidus Barzel, das war mal ein Spitzenpolitiker bei der CDU, hat immer ganz kurze Reden gehalten, hat immer gesagt, so nicht und jetzt nicht. Und der hat doch 72 damals, das ist lange her, versucht, den Willy Brandt zu stürzen mit dem sogenannten konstruierten Misstrauensvotum. Konstruiert deshalb, weil er bei der FDP erstmal Stimmen konstruieren musste und hat dann übersehen, dass die SPD hintenrum bei der CDU direkt einkauft. Gab ein Riesendesaster für den Barzel. Und der wollte dann anschließend nicht von der politischen Bühne verschwinden. Er war ja der Platzhirsch der CDU, wollte die Lichtung nicht verlassen. Da kam die Industrie, hat gesagt, wenn Sie gehen, kriegen Sie auch was. Hat er gesagt, so doch und jetzt auch und war weg. Ja, das sind so kleine Trübungen unserer Demokratie, meine Damen und Herren. Das kann vorkommen. Nach 50 Jahren ist die Demokratie jetzt noch mehr ermüdet. Damals fing es schon an. Man denkt natürlich, wie hat das eigentlich angefangen mit der Demokratie in Deutschland? Das muss irgendwie nach dem Krieg gewesen sein. Stunde Null damals, die Eltern erinnern sich noch, Stunde Null, da saß ja erstmal noch der Führerstellvertreter Großadmiral von Dönitz, der saß ja in Flensburg, hat die Verkehrshinterkartei aufgebaut und die Nazis sind aus dem Land geflohen, zum Teil Richtung Süden, von Kloster zu Kloster, über die Alpen drüber zum Heiligen Stuhl, Rotkreuzpass abgeholt, Namen eingetragen, ab nach Spanien, Franco die Hand geschüttelt und dann nach Argentinien. Und wir saßen da ohne Facharbeiter, meine Damen und Herren. Etwas verkürzt dargestellt. Sie wissen, was ich meine. Wir sind ja unter Deutschen hier. Wir verstehen schon die Anspielungen. Ich habe mich gewundert bei meinen Recherchen im Chibo-Lexikon, meine Damen und Herren. Ich habe das Chibo-Lexikon als Grundlage des Programms genommen. Da habe ich mich gewundert, dass im Oktober 1945 in Deutschland wieder organisiert Fußball gespielt wurde. Sie glauben nicht, ich sage die Ergebnisse. Damals schlug Stuttgart Karlsruhe 3:1. Würden die heute auch noch machen. Und Nürnberg schlägt Bayern München 2:1.
Man kann die These aufstellen, dass der Spielbetrieb des deutschen Fußballbundes durch den Zweiten Weltkrieg nur unwesentlich gestört wurde. 1944 war Dresden deutscher Meister, gegen Luftwaffe Hamburg 4:1 gewonnen. Ich weiß nicht, wo die gespielt haben in Hamburg, vielleicht im Bunker irgendwo, könnte ja sein. Gut, die Nationalmannschaft hatte etwas Trainingsrückstand, das letzte Spiel, das war in Stuttgart hier am 1. November 1942 gegen Kroatien, da hat bereits die Royal Air Force von oben zugeschaut. Muss interessant gewesen sein, sie hat nicht eingegriffen. Damals hatten wir Kroatien noch 5:1 im Griff. Lange ist es her. Und dann kam die lange länderspielfreie Zeit. Und nach dem Zusammenbruch, um es mal so auszudrücken, wollte niemand mit uns spielen. Da saßen wir da, niemand wollte mit uns spielen. Die Schweizer waren die Ersten, die gesagt haben, wir würden es doch mal versuchen wollen. Das haben wir erst in den letzten Monaten erfahren. Die Schweizer waren ja unsere besten Verbündeten. Das, was die Schweiz für uns getan hat, kann man mit Gold gar nicht bezahlen, meine Damen und Herren. Kleiner Entlastungsangriff geflogen, muss auch mal sein. Wir haben die Schweiz geschlagen, Aufbaugegner. Luxemburg geschlagen, Aufbaugegner. Österreich musste ich schlagen lassen, alter Führerbefehl. Und dann kam auch schon das große Wunder von Bern, meine Damen und Herren. Nicht die Vorsehung, nein, das Wunder von Bern. Damals Weltmeister in Bern. Wir haben uns damals in die Völkerfamilie zurückgeschossen. Damals noch auf dem Fußballplatz. Heute nicht mehr so. Gut, das Wunder von Bern. Wenn man das den Leuten erzählt, was die für eine Karriere gemacht haben nach dem verlorenen Krieg, also, die wundern sich, denken, Moment mal, Gott muss ein Deutscher sein. 48 gab es Geld, 49 die passende Republik dazu, mit dem wunderbaren Grundgesetz, ein schönes Stück deutscher Exilliteratur. Und dann kam ja noch 52 die berühmte Stalin-Frage. Stalin fragt den Adenauer, Deutschland vielleicht doch ungeteilt und neutral, hat der Adenauer ganz souverän vom Tisch gewischt, hat gesagt, lieber ein halbes ganzes Deutschland als ein ganzes halbes Deutschland. So hat er gesagt, nicht mal lieber ein halbes ganzes Deutschland als ein ganzes halbes Deutschland. Das ist verwirrend, das ist wie Doppelhaushälfte, meine Damen und Herren. Da blickt man auch nicht durch, was gemeint ist. Doppelhaushälfte, das ist von deutschen Architekten ersonnen wie deutsche Bausparer. Der Aufstieg des deutschen Bausparers vom Reihenhaus-Endstück zur Doppelhaushälfte. Und rein, das Wort Doppelhaushälfte, der ganze Betrug der Welt in einem Wort konzentriert. Wir waren bei Adenauer, meine Damen und Herren. Adenauer war damals eine Vaterfigur, eine Großvaterfigur. Die Väter waren ja alle belastet, Frauen gesprenkelt, aber ja, Adenauer war ein resistenter Katholik. Gut, hat mal Mussolini ein Grußtelegramm geschickt, aber wer war Mussolini? Eine italienische Nachspeise, meine Damen und Herren, was soll das? Also, nein, Adenauer, das hat mich stark beeindruckt. Als Adenauer beerdigt wurde, 67, an dem Abend ist das Sandmännchen ausgefallen. Ja, das Sandmännchen. Da wollen wir abwarten, ob bei Kohl auch das Sandmännchen ausfällt. Ja, da haben auch wir Kinder gemerkt, als das Sandmännchen ausgefallen ist, dass da nicht irgendein Politiker verscharrt wurde, sondern dass unser Adenauer rein aufwärts mit dem Marineschnellboot von Köln nach Röndorf und oben drüber Starfighter-Informationsflug und sie sind oben geblieben. Was auch nicht selbstverständlich war. Damals hieß die Grundregel, willst du einen Starfighter haben, kauf den großen Acker und habe etwas Geduld. Soll ja eine Mehrzweckwaffe gewesen sein, aber es war doch eher eine deutsche Testreihe. Ja, da lacht die Generation, mit dem Starfighter zählen gelernt hat. Hat etwas gedauert, aber immer noch schneller als in der Waldorfschule. Gut, meine Damen und Herren, Starfighter abgestürzt, Adenauer war tot, der war damals Kanzler, der dicke Erhard mit der Zigarre, der hatte wenigstens noch geraucht. Gut, und dann wurde es ja interessant, nicht wahr? Dann kam ja der Kiesinger, Parteigenosse Kurt-Georg Kiesinger. Welche Partei, muss ich Ihnen gar nicht sagen. Der kam und dann kam auch die Beate Klarsfeld, hat sich hinter den Kiesinger gestellt und hat gerufen, Nazi, der dreht sich rum, Patsch hat er denn gehabt. Ja, Kiesinger war ein grundehrlicher Mann, ruft jemand Nazi, dreht sich um, hier bin ich, was ist los? Gut, die meisten haben das nicht mehr drauf, meine Damen und Herren, aber die Beate Klarsfeld, die war ja hochmotiviert, weil die hat ja gesehen, wie die deutsche Justiz damals dem Dritten Reich beim Verjähren zugeschaut hat. Fast wäre es ja passiert, 65, da kam die SPD damals auch ziemlich helle, hat gesagt, Achtung, gleich verjährt das Dritte Reich. Das muss ins Grundgesetz, Mord darf nicht verjähren. Gut, die FDP hat gesagt, och,
machen wir das auch aus unserer Amnestie eine Amnestie. Sie dürfen die FDP nicht verwechseln mit der späteren FDP, mit der Genschman-Partei. Das war was anderes. Auf den Lofoten und Azoren erkennt man ihn an seinen Ohren. Das war eine komplett andere Partei. Nein, in den 60er Jahren, das war die Mende-Partei, Erich Mende mit dem Ritterkreuz, der Liberale mit dem Ritterkreuz. Das ist ihm vom vielen Tragen in den Adamsapfel reingewachsen. Ich war, das ist schwere Kriegsverletzung, Ritterkreuz im Adamsapfel. Aber der war harmlos. Es gab ganz andere bei der FDP, meine Damen und Herren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß die Grundregel entweder nach Argentinien oder in die FDP. Ja, das sind so die kleinen Fakten, meine Damen und Herren, aus dem Tivo-Lexikon. Die verwirren heute noch etwas, aber ich möchte Sie auch nicht mit diesen ollen, braunen Kamellen da langweilen, meine Damen und Herren. Nein, das will ich nicht. Es gab ja damals auch nette, unterhaltsame Deutsche. Denken Sie an Vico Toriani oder Lou van Burg. Oder Robert Lemke, fast hätte ich ihn vergessen. Robert Lemke, der Star meiner Jugend, ein Großmeister der Abendunterhaltung. Damals, was bin ich, das wollten wir alle sehen, wer sind wir eigentlich? Das war großartig. Abendunterhaltung mit einfachsten Mitteln. Ein Hund, ein Kassengestell, vier Schweinchen und schon ging's los. Dann die berühmte deutsche Hamlet-Frage, welches Schweindoll darf's denn sein? Der das ohne Hakenkreuz. Entschuldigung, das Konzept der Sendung, das kam von den alliierten Entnazifizierungsfragebögen. Da mussten die Deutschen ja auch ankreuzen. Mitläufer oder selbstständig. Und da war dann noch das große Rateteam, meine Damen und Herren, das tribunalmäßig im Vordergrund aufgebaut war mit den tollen Ratekandidaten. Da war doch die Annette von Aretin steif bis oben hin, dann der Staatsanwalt Hans Sachs mit dem Propeller und dann der Guido Fuchs, eine Art Kachelmann-Vorläufer aus der Schweiz, Guido Baumann, genannt der Fuchs, das Hirn der Truppe und die Marianne Koch mit der Goldkante damals. Ich war mit der Goldkante. Wir haben ja immer toll gefragt, da kamen ja sogar Prominente zu Robert Lemke. Prominente. Da musste das Rateteam die Augen verhüllen. Einmal kam der Filbinger zu Robert Lemke. Der saß dann da, starrt das Rateteam an, vier Menschen nebeneinander mit verbundenen Augen, das kenne ich doch irgendwoher. Und dann hat der Guido Baumann, der Fuchs, hat die erste Frage gestellt, haben Sie es bei Ihrem Beruf mit Menschen zu tun? Und Robert Lemke, ganz Diplomat, legt das 5-Mark-Stück auf Schweindall drauf und dann fragt die Marianne Koch, helfen die diesen Menschen? Zack, was drin? Großartige deutsche Fernsehunterhaltung, meine Damen und Herren, das hat uns geprägt. Wir haben damals gerne Fernsehen geschaut. Es war noch übersichtlicher, nicht so wie heute. Heute ist es ja nun ein einziger Wust, eine Kloaka Maxima des Infotainments. Wo sind wir hingekommen? Nach 16 Jahren Kohl und 14 Jahren RTL sind wir bei 7 Tage, 7 Köpfe. Ja, ein Titel, der nach Guillotine schreit. Nein, aber damals wunderbare Fernsehunterhaltung. Der Applaus kommt zu spät, das wäre unmenschlich. Nein, Hinrichtung bitte exakt, meine Damen und Herren. Das war damals ganz, ganz toll. Es gab wirklich anspruchsvolles Fernsehen, tolle Sendungen, Raumpatrouille zum Beispiel. Da, 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 mit Dietmar Schöne als Amerikaner. Das war gewagt in den 60er Jahren. Und Eva Pflug als Tamara Jagulowsk. Tamara Jagulowsk. Da hat die DDR gestaunt, dass wir Russen an Bord hatten. Tolle Sendung, wahnsinnig, die war. Mit einfachen Mitteln große Unterhaltung. Das war ein Weltraumkammerspiel. Erst jetzt hat der Dietmar Schönherr von der Hör zu die goldene Kamera bekommen für die Orion, zusammen mit der Lieutenant Uhura von der Enterprise. Aber wir waren zuerst da oben. Wir waren zuerst im All. Wir sind zuerst Streife gefahren. Also, das war unsere Erfindung. War ja toll, mit einfachen Mitteln. Staubsauger wurden als Roboter anerkannt. Oder wenn die Frogs angriffen, die Frogs, das waren nur Dreiecke. Wir hatten trotzdem Angst. Weil wir noch Fantasie hatten. Ja, lang ist es her. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass einmal die Eva Pflug ihr Dekolleté ziemlich weit offen ließ. Also, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Also, man kann sich nicht aussuchen, was man sich erinnert. Wir haben gerne Fernsehen geschaut, aber der Vater war sehr streng. Strenges Haus, strenge Erziehung. Auf keinen Fall Ami-Quatsch ansehen. Also, Ami-Quatsch. Also, Lassi durften wir nicht sehen. Lassi zum Beispiel. Wir haben damals war noch nicht amerikanisiert, wir haben Lassi gesagt. Wir haben heimlich Lassi geguckt und Nutz gegessen. Ja, so einfach kann Kabarett sein. Lassi geguckt und Nutz gegessen.
Und wenn der Vater uns erwischt hat, kam die Mutter und hat gesagt, lass sie doch, lass sie sehen. Auf keinen Fall durften wir Western sehen. So. Shiloh Ranch, Bonanza, Ponderosa. Hoss hat aber uns Hausverbot. Wir sind immer Samstagnachmittags zu den Nachbarskindern gegangen. Western gucken. Die durften das sehen, die waren nur Realschule. Wir saßen da, haben den Tal des Todes gesehen und der Vater stand vor dem Haus mit der Fernsehzeitung. Und er wusste genau, was wir sehen, aber nicht wo. Sie kennen das von Kindern, wenn die sowas sehen, die wollen das nachspielen, ja? Wir rennen nach Hause, hinten rein, die Waffen holen, vorne, schwer bewaffnet raus, dem Vater direkt in die Arme. Hi nun. Ich weiß noch genau, wie mein Vater die Plastik-Winchester von meinem Bruder genommen hat und hat sie ihm auf dem Hintern zerschlagen. Du wirst dir doch mal Gewaltfilme ansehen. Watsch, 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 watsch. Wirken lassen, wirken lassen, wirken lassen. Mein Vater war Religionslehrer. Schwerpunkt Altes Testament. Ja. Wir durften auch nicht hören, was wir wollten. Zum Beispiel Popmusik damals, Beatles und Stones, das war streng verboten. Wir haben versucht, den Vater zu überzeugen, wir brauchen doch die Beatles für den Englischunterricht. Wir haben ganze Notenblätter rübergeschoben. Hey Jude, hat er gelesen, was soll das? Hey Jude. Flakhelfer Englisch, meine Damen und Herren, kann passieren. Ja, die Beatles waren ja sehr wichtig. Die Texte oft sehr anspruchsvoll. Ringo Starr hat tolle Texte geschrieben. Ringo Starr, das Hirn der Truppe, hat ja wunderbare Texte geschrieben, konnte besser schreiben als trommeln. So, I'm here as you are here and you are me and we are all together. I'm the Eggman. Oh, you are the Eggman. Oh, I'm the Walrus. Googie Jube. Sie likes a fly like Lucy in the sky with diamonds. Ein chiffrierter Text, wie Sie unschwer merken. Die Engländer haben ja eine hochstehende Scrabble-Kultur. Die haben ja auch im letzten Krieg den deutschen U-Boot-Code rausgescrabbelt. Und wir saßen da mit Lucy in the sky with diamonds, haben die Buchstaben wochenlang gegeneinander verschoben. Und nach 3 Wochen kam es dann raus. Lucy in the sky with diamonds, LSD, da war es natürlich klar. So eine Art Selbstanzeige, LSD damals, so eine Art Gehirn-Viagra, kann man sagen. Das haben die Beatles genommen, um ihre psychedelischen Texte zu schreiben. Ich würde Ihnen auch wahnsinnig gern was von den Beatles spielen, meine Damen und Herren, aber die Beatles, ist schwer, mein Vater hat es verboten und außerdem habe ich ja den Krach mit der GEMA, wie Sie wissen, die GEMA, diese Inkasso-Agentur für Tantiemen, die reist mir nach, die überprüfen das genau, was da läuft. Man müsste was spielen können, was die GEMA nicht gleich erkennt. Ich meine, es ist schlimm geworden. Wenn irgendwo in Deutschland ein Cello umfällt, kommt die GEMA angerannt und fragt, wer hat's komponiert. Man müsste was spielen können, was die GEMA nicht gleich erkennen kann. Das GEMA-Radar unterfliegen. Mit einem Stealth-Cello, meine Damen und Herren. Um es etwas aktuell auszudrücken. Ja. Gut, eine Undercover-Version der Beatles vielleicht, das wäre was, nicht wahr? Wo die GEMAs Geld klingeln hört, aber nicht orten kann. Nicht so einfach, die Beatles. Könnten schon die Beatles sein, oder? Gut, die Älteren denken eher an ZDF-Magazin. Sind immer die Beatles. Ich höre sie schon kommen. Da 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 di di. Da 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 di 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 di. Wenn sie es nicht erkennen, erkennst du die GEMA auch nicht. Sind die Beatles, müssen die ja nicht kennen. Elio, Lady Madonna. Aber jetzt. Ja, da, di, a, ri, a, ri, a, ra. Di, 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 ja, da, ja. Volkslied. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Man darf bei allem Ulk nicht vergessen, meine Damen und Herren, die Beatles sind heute Weltkulturerbe. Die NASA hat das früh erkannt, hat die Beatles gemeinsam mit Johann Sebastian Bach ins Weltall geschossen, als Kulturbotschafter für fremde, intelligente Kulturen, damit die sehen, was sie so drauf haben.
Man hat noch eine kleine Formelsammlung dazugelegt. E gleich mc Quadrat, um Eindruck zu schinden. Ja, wenn die kleinen grünen Männchen hinter dem Mars so eine Sonde abfangen, lesen das E gleich mc Quadrat, denken die, oho, 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 oho. Da fliegen wir mal zur Erde, fragen mal nach. Dann landen die irgendwo hier im Schwäbischen Erfindereck und fragen den erstbesten Schwäbischen Erfinder, wie ist denn das mit der Relativitätstheorie? Und was sagt der Schwab? Der sagt also, der Raum ist gekrümmt und ich fühle mich auch nicht wohl. Ja. Den sind die größte gedankliche Leistung des 20. Jahrhunderts und wir verstehen sie nicht. Macht nichts, die Beatles sind ja auch noch unterwegs. Die Beatles im Weltall. Die haben was Beruhigendes, gerade die Beatles aus der harmonischen Phase Mitte der 60er Jahre. Ich darf sie ihnen nicht spielen, sonst kommen die GEMA wirklich. Ich kann sie nur chiffriert anbieten, also sehr harmonisch. Hat was Deeskalierendes. Oder doch bin ich froh, dass die NASA die Beatles ins Weltall geschossen hat und nicht Wenke Mürre. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Auch das gehört in unser Jahrhundert, meine Damen und Herren. Ja. Unser Jahrhundert. Das jetzt für alle Kabarettisten überraschend mit einem Krieg zu Ende geht, meine Damen und Herren. Ein Krieg. Früher, im 30-jährigen Krieg, meine Damen und Herren, hat man eine andere Sprache gehabt. Da schrieb Andreas Gryphius für die Tochter seines Bruders Paul, die am Tag ihrer Geburt in den Wirren des Krieges gestorben war, auf den Grabstein ein Gedicht. Ich habe diese Welt beschaut und bald gesegnet, weil mir auf einen Tag all Angst der Welt begegnet. Wo ihr die Tage zählt, da bin ich jung verschwunden, sehr alt. Insofern er schätzt, was ich für Angst empfunden. Guten Abend.